Ein Bärtiger mit verletzter Hand wird verhört. Woher kennen Sie ihn? Wo haben Sie sich getroffen? Der Bärtige reibt über seinen Handverband. Die Kommissarin beugt sich zu ihm. Wenn Sie Angst haben, wir können Ihnen helfen. Sie müssen nur wollen. Im Nebenraum schlägt ein Kollege eine Akte zu. Auf einem Monitor, der Bärtige schüttelt den Kopf und bewegt seine Finger. Ein Beamter beobachtet ihn. Ja, so wird das nichts. Der mit der Akte. Nichts zu machen, Herr Müller. Dann mach mehr Druck. Der Beamte. Ich regel das mal. Er ist sehr muskulös, geht in den Verhörraum, hängt sein Jackett über einen Stuhl und setzt sich vor den Bärtigen auf den Tisch. Der mustert ihn skeptisch. Der Beamte spricht in Gebärdensprache. Was ist passiert? Der Bärtige antwortet mit den Händen. Ich habe diesen Anhalter mitgenommen und dann waren plötzlich überall Blaulichter. Behindern ist heilbar. Wir müssen den Alltag einfach machen. Und das müssen wir einfach machen. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Die Schauspieler aus dem Film. Andreas Kostrau, der Bärtige. Behinderungen sind nicht heilbar. Meine Gehörlosigkeit ist Teil meiner Persönlichkeit. Die Gebärdensprache ist meine Sprache. Aber das Behindern im Alltag ist heilbar. Anneke Kim-Sarnau, die Kommissarin. Unser Traum ist eine inklusive Gesellschaft. Ohne Barrieren im Alltag und im Kopf. Beide? Gemeinsam schaffen wir das.